Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Monat Juni 2017. Ich bin Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen. Zu Anfang des Monats prickelt es ganz besonders bei euch, vor allem wenn ihr Single seid. Ihr solltet dann unbedingt rund um Pfingsten unter Leute gehen. Ab dem 6. Mai stehen die Sterne besonders gut für fest liierte Waagen, die jetzt vieles gemeinsam mit ihrem Schatz stemmen können und viel Unterstützung bekommen. Es gibt übrigens auch diesen Monat wieder eine Verlosung bei mir und wenn ihr euch dafür interessiert, dann bleibt dran bis zum Ende des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, also zu den Planeten, die langfristig auf euch einwirken. Da haben wir als erstes weiterhin die wichtige Konjunktion mit Jupiter, der in der Waage steht, als Glücksplanet und euer Zeichen mit einer guten, günstigen Energie auflädt. Und der vor allen Dingen in diesem Monat ungestört von harten Aspekten sehr schön auf euch einwirken kann und auch noch nach längerer Rückläufigkeit jetzt wieder direktläufig wird. Das heißt, so manche Waagegeborene, die bisher noch nicht so recht in den Genuss dieser guten Energie kommen konnten, werden vielleicht im Juni eine echt frische Brise vom Kosmos verspüren und wirklich auch glückliche Momente erleben können. Und das gilt in diesem Monat besonders für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 5. und 9. Oktober Geburtstag haben. Und das bedeutet einfach, dass ihr beliebt seid, dass ihr populär seid und dass man Dinge, Projekte und vielleicht eben auch Anträge an euch heranträgt. Ne? Ja, dann ist immer noch das Quadrat zu Pluto im Gange. Das hat auch dafür gesorgt, dass eben für viele Waagen sich die glückliche Wirkung von Jupiter nicht so ungestört entfalten konnte, weil es eben gleichzeitig größere Krisen zu managen gab, vor allem Krisen auch in der Familie, Pluto hier im 4. Haus. Also wirklich auch Todesfälle, also ne, jetzt auch wirklich von den Waagegeborenen her, die ich kenne, haben sich wirklich dramatische Umstände ergeben. Größere Krisen oder auch größere Anschaffungen, die aber mit großem Aufwand verbunden waren. Also da war einiges oder da ist einiges im Gange für diejenigen, die diesen Aspekt auf ihrer Sonne haben und die haben da eine ganze Menge zu schultern. Aber ich kann euch da auch nur trösten, wenn ihr in der Krise seid, wenn ihr die gemeistert habt, dann werdet ihr euch sehr viel stärker fühlen und werdet wahrscheinlich zurückblicken und sagen, wow, da haben wir echt was geschafft, wovon wir auch heute profitieren. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geborenen vom 10. bis 15. Oktober. Dann haben wir Saturn im 3. Haus in einem durchaus günstigen Aspekt zur Waage. Und auch wenn Saturn nie bequem ist, auch dann nicht, wenn er in einem guten Aspekt steht, bringt er aber dann eben doch Unterstützung im Sinne von jetzt hier bei euch im 3. Haus, was den Alltag angeht, Schule, Kinder, kurze Wege, vielleicht auch etwas Neues, was ihr lernt. Das sind alles Sachen, die zwar ein bisschen erarbeitet werden müssen, die aber langfristig auch was Gutes bringen. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geborenen vom 15. bis 21. Oktober in diesem Monat. Dann haben wir noch den wichtigen Aspekt mit Uranus. Der steht ja für euch im 7. Haus, im Partnerhaus. Und jetzt in der 3. Dekade, relativ weit hinten schon im Widder. Und bringt für viele Waagegeborene, die unter diesem Einfluss stehen, einen Wunsch nach Befreiung oder auch eine gewisse Unstetigkeit in Beziehungsfragen. Also ich kenne jetzt auch mehrere Leute, die mit Waagegeborenen zu tun hatten, die sie dann plötzlich wieder fallen lassen haben. Die standen dann einfach unter dem Einfluss von Uranus. Wenn ihr diese unruhige, unstete Energie spürt, vielleicht euch auch in der Beziehung ein bisschen alleine fühlt, das kann das auch sein, dann habt ihr vielleicht eben mit dem Uranus zu tun. Und der steht jetzt besonders für die Geburtstagskinder vom 19. bis 22. Oktober eben direkt gegenüber der Sonne. Kann aber natürlich auch aufregende neue Begegnungen mit sich bringen und eben ganz besonders Anfang des Monats, weil da nämlich dann auch die Venus dabei steht. Deswegen habe ich gesagt, also Pfingsten ist für Singles super, um neue Leute kennenzulernen, prickelnde Begegnungen zu haben. Und deswegen solltet ihr diesen Aspekt noch mitnehmen. Und damit kommen wir auch zu euren aktuellen Konstellationen. Da gehen wir nochmal zurück auf den Neumond vom 25. Der ist am 25. Mai um 21:44 Uhr und bei euch im 9. Haus. Das heißt, mit dem Neumond geht es für die nächsten 4 Wochen um eure Zukunftspläne, auch um längerfristige Pläne. Aber in den nächsten 4 Wochen besonders vielleicht auch um eine Reise. Also vielleicht plant ihr eine Reise, vielleicht macht ihr auch schon eine Reise im Juni, würde auch unter guten Sternen stehen. Und diejenigen, die jemand Neues kennenlernen wollen, können vielleicht eben auch auf Reisen jemand kennenlernen.
Und die Zurückweisungskonstellation hier mit Venus-Pluto, die kann jetzt bei euch tatsächlich eine Beziehung betreffen. Und das kann vielleicht auch an einer familiären Belastung liegen. Hier unten in der Familie, vielleicht auch in einer bestehenden Beziehung zu einer Zurückweisung führen. Aber da ist dann auch ein Happy End möglich. Gut, dann gehen wir jetzt auf den Juni. Am 1. Juni haben wir natürlich die Sonne in den Zwillingen bei euch im 9. Haus. Das ist also wirklich gut für Reisen, um sich fortzubilden und um einfach mal den Kopf aus den ganzen Problemen rauszustecken und optimistisch in die Zukunft zu denken. Dann haben wir die Venus, die ist immer noch im Widder in eurem Partnerhaus, steht hier zusammen mit dem Uranus, was halt super prickelnd ist. Und dann den Merkur im Stier im 8. Haus. Und der Mars, die steht hier im 8. Haus, der festen Beziehung Mars steht auch im 9. Haus, auch nochmal gut für Reisen und Unternehmungen. So, und dann habt ihr eben einen Top-Tag am 3. Da haben wir eine wunderschöne Konstellation, dieses sogenannte große Trigon, dieses große Dreieck haben wir eben hier in die Venus, die ja auch bei euch herrscht, ne, die euch stark beeinflusst. Die wird hier aufgeladen mit der prickelnden Energie von Uranus, bringt also wirklich neue, ganz neue Impulse, ganz frischen Wind in Beziehungen und das Ganze in Verbindung mit dem Mondknoten, der jetzt im Löwen ist und für euch auch in einem guten Aspekt steht, aber eben auch Saturn, was einfach heißt, dass diese neuen Impulse auch das Potenzial haben, in eurem Leben sich längerfristig zu manifestieren. Deswegen, Singles, wäre halt toll, wenn ihr in dieser Zeit jemanden kennenlernen könntet. Wäre eine super schöne Geschichte. Fest Liierte können natürlich auch sehr schöne und inspirierende Begegnungen erleben, die jetzt zum Beispiel ihr Berufsleben oder ihr künstlerisches Leben gut beeinflussen, ne? Weil Venus ist ja auch der Planet der Kunst. Also das ist ein Top-Tag, den müsst ihr euch unbedingt merken. Da kann sich auch ein spontaner Flirt dann als große Liebe entpuppen. So, dann eine sehr wichtige Konstellation beginnt für euch am 4. Juni. Da geht nämlich der Mars ins Zeichen Krebs und damit in Spannung zur Waagesonne und für euch ins 10. Haus. Also ein guter Impuls für die Karriere. Das heißt immer, wenn der Mars im 10. Haus ist, bedeutet das immer, man muss. Und in Spannung, ne, dann kann man sich zwar gut durchsetzen und auch Erfolge haben, aber man muss trotzdem aufpassen, dass man seine Energie nicht in Gefechten verschleudert und weiterhin strategisch denkt. Aber im strategischen Denken sind ja gerade die Waagegeborenen sehr, sehr gut. Das kann auch eine gewisse Reizbarkeit mit sich bringen. Also vielleicht habt ihr sehr viel zu tun und seid dadurch auch gereizt. Und vielleicht dann auch für den Partner ab und zu mal ein bisschen ungenießbar. Das kann natürlich passieren. Oder einfach zu eingespannt, um zu flirten. Das sind alles so Sachen, die können passieren mit Mars im 10. Haus. Aber auch wenn ihr vage Frauen seid, kann es natürlich heißen, Mars ist ja auch so der Verehrer, der jüngere Mann, der interessante Flirt, dass ihr eben auf eurem Berufs- und Karriereweg jemanden begegnet, mit dem es sehr stark prickelt. Und diesen Aspekt, der auch so ein bisschen reizbar macht, den spüren die Geborenen der ersten Dekade bis zum 28. Juni. Und danach läuft der Mars dann bis Ende Juni durch die zweite Dekade und natürlich dann im Juli auch noch durch die dritte Dekade. Da gehen wir dann im Juli darauf ein. Genau, dann ab dem 6. Juni geht die Venus ins Zeichen Stier und damit in euer 8. Haus, ins Haus der festen Beziehung. Das heißt, die stärkt dann eigentlich diejenigen Waagen, die also schon in einer vertrauten Beziehung sind. Das ist sehr schön, dann die Venus da im Ehehaus, im Haus der gemeinsamen Werte zu haben. Das ist übrigens auch eine gute Konstellation. Tatsächlich, wenn ihr euch was gemeinsam angeschafft habt, dafür ist das dann sehr günstig. Dann geht der Merkur am 7. in die Zwillinge und in euer 9. Haus, bestärkt also nochmal eure Pläne und eure Ideen für eure Zukunft. Und das ist dann auch gleich ein Top-Tag. Der Mittwoch, der 7. Juni, aber nicht jetzt so sehr wegen dem Merkur, sondern weil da Venus und Mars einen schönen Aspekt eingehen, der sowohl feste Beziehungen stärkt und vielleicht auch bedeutet, weil der Mars ja im 10. Haus des Berufs steht, dass euch euer Schatz also auch unterstützt, ja, oder dass ihr da gemeinsam an einem Strang zieht, dass ihr Verständnis bekommt für eure beruflichen Entscheidungen. Und es ist eben auch eine schöne Liebesenergie. Und der Aspekt wirkt noch weiter bis zum 9. Juni. Und am 9., am Freitag, haben wir dann den Vollmond. Der wird exakt nachmittags um 15:09 Uhr. Und ist dann bei euch auch wieder auf der Achse der großen Pläne, nämlich 9. Haus und 3. Haus.
Und der kann euch jetzt Erkenntnisse darüber bringen, wie ihr eure langfristigen Pläne hier oben im 9. Haus und eure spontanen Inspirationen in Einklang bringen könnt. Ja? Ich denke mal, auch mit der Lilith hier in 3, die Lilith steht ja auch für kreative Einfälle und mit dem Saturn, der steht für Manifestation. Ich glaube, dass dieser Aspekt super ist für alle Wagen, die schriftstellerisch tätig sind oder publizieren. Denn auch wenn es vielleicht mühsam ist, sich die Worte abzuringen, was dabei rauskommt, das wird lange Bestand haben und hat Hand und Fuß. Genau. Dann habe ich einen Top-Tag für euch am 14. Juni. Am 14. Da haben wir den Mond in eurem 5. Haus im Wassermann. Schöne Inspiration, schöne kreative Inspiration. Und macht euch natürlich auch kreativ in Bezug auf eure Pläne, die ihr habt. Und dann noch ein Top-Tag am 20. Der 20. ist wieder sehr, sehr schön für die festliierten Wagen, denn die Venus hier im 8. Haus der festen Beziehung, die bildet dann hier einen schönen Aspekt zu Neptun. Neptun steht ja für euch jetzt im Bereich eures Jobs und auch eurer alltäglichen Abläufe. Also das heißt, das bringt da jetzt eine schöne Fantasie rein und ist für Festliierte vielleicht eine gute Idee, auch zu überlegen, wie sie ihren Alltag mit viel Fantasie gestalten können. Und dann haben wir am 21. Juni ja dann die Sommersonnenwende. Da geht die Sonne dann ins Zeichen Krebs zusammen mit Merkur. Das heißt damit auch in euer 10. Haus der Karriere. Also das wird dann nochmal ein wichtiger Monat für euch. Auch müsst ihr eben auch wissen, wenn ihr in Urlaub fahrt, dass es gut sein kann, dass dann plötzlich auf einmal Projekte kommen oder ihr da gefordert seid. Und dann stehen diese Planeten natürlich auch alle in Spannung zur Waagesonne. Ne? Muss man eben aufpassen, dass man sich da nicht zu viel vornimmt oder nicht zu ehrgeizig. Auch hier übrigens, das ist ja auch die Familie, ne? Der Krebs, dass man bei Familienevents nicht mit zu viel Ehrgeiz rangeht, sondern einfach da ein bisschen locker bleibt. Am 24. Juni ist dann der Neumond, auch bei euch im 10. Haus, also neue Impulse dann auch für eure Karriere. Und auch durch die Karriere, ne, kann es auch sein, dass euch die Augen geöffnet werden und das ist dann eben eine Zeit nachzudenken, wie wollt ihr die nächsten Wochen gestalten, sodass ihr beruflich zurechtkommt, aber eben mit Pluto hier im 4. Haus das vielleicht auch in Balance kriegt mit euren Familienverpflichtungen, die da im Gange sind. Und da jetzt dann die Venus hier einen guten Aspekt zum Pluto bildet, die Venus ist ja euer Planet als Waage. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr da mit eurem fest liierten Schatz vielleicht auch einen Durchbruch erlebt, wenn es hier eine Familienkrise gibt oder gab, wie ihr das jetzt managen könnt. Und deswegen denke ich, das ist eigentlich auch noch mal ein Top-Tag für euch, um darüber nachzudenken. Genau. Dann haben wir am Rest des Monats auch noch eine schöne Konstellation, wenn der Mond dann noch mal durch den Löwen geht am 27. Ist auch ein günstiger Aspekt für euch. Und ganz zum Schluss, am 30. habt ihr den Mond dann nochmal in der Waage in eurem eigenen Zeichen stehen. Ist auch eine schöne Energie zum Ausklang des Junis. Ja, meine lieben Wagen, wenn ihr gerne eine Beratung bei mir buchen möchtet, um euch zu informieren, wie die Sterne in eurem individuellen Horoskop für euch stehen oder was vielleicht der Wechsel des Mondknotens für euch bedeutet, dann seid ihr herzlich willkommen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite oder ruft mein Kundentelefon an. Ja, wie geht das mit der Verlosung? Es gibt diesmal 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu einer Frage eures persönlichen Horoskops zu gewinnen, wenn ihr mir einen konstruktiven Kommentar hier auf YouTube postet und meinen Kanal abonniert. Oder ihr könnt euch natürlich auch anmelden, ganz unabhängig davon, bei meinem Webinar Antonias Sterne. Da beantworte ich auch jedem Teilnehmer eine Frage zum Horoskop. Also, meine lieben Wagen, ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.